200 davon kamen aus St. Pauli, Dauerregen, glitschiger Boden, das waren die äußeren Umstände. Die Phase des sich näher kennenlernens dauerte mehr als 20 Minuten. Homburg mit Drang vor das Tor der St. Paulianer. Theo Ruß lässt Grunau aussteigen, macht mit links das verdiente 1:0 für den FC Homburg. Eigentlich auch erwartet, denn die Saarländer waren zweikampfstärker, lauffreudiger, glänzend, motiviert. Ruß mit diesem schönen Beitrag. Dann Lange, er wurde später ausgewechselt für Martial. Adriano da Silva, er konnte nicht an die zuletzt guten Leistungen anknüpfen, dennoch hier mit Übersicht auf Linke im Kopfballspiel gibt's noch erhebliche Mängel, nicht nur bei Linke. St. Pauli als Tabellendritter harmlos, so wie hier Kronau, eigentlich schien das Spiel für Homburg schon gelaufen, man hatte den Gegner fest im Griff. Dann Eckstoß Nummer 1 für die Gäste und plötzlich war der Ball im Tor. Das 1:1 nach 33 Minuten. André Drulsen konnte sich in die Torschützenliste eintragen. Dies allerdings mit kräftiger Unterstützung der Homburger Abwehr. Schlussmann Eich war wohl noch von eigenen Mitspielern behindert. Dann wieder Standardsituation und wieder war die Homburger Abwehr kopflos. Das 1:2, die Folge, Juri Savicev war wohl noch als letzter am Ball. Das Führungstor für die Gäste noch einmal von hier, Peter Eich, der Homburger Schlussmann, natürlich enttäuscht. Kurzer Eckball von uns, pennt dann einer, der geht vor, macht einen Schritt nach vorne, verlängerten und ich komme auch nicht mehr hin. Das zweite Tor war ein Eigentor, haben sich zwei Mann von uns gegenseitig behindert, ich darf nicht vorrangen. Es gab gute Ausgleichsmöglichkeiten für die Saarländer. Theo Ruß, der mir gut gefiel. Und wieder Carsten Linke, noch einmal zu hoch angesetzt, meinte wohl auch der Torschütze zum 1:0. Hier blieb Korrell gegen Tom Forde nur zweiter Sieger. Das Tor schien wie vernagelt. Uli Sude stand sprichwörtlich weiter im Regen und musste ab der 54. Minute auch noch auf Adriano da Silva verzichten, der schon gelb hatte und für dieses Einsteigen die Ampelkarte sah. Hier fehlt dem Brasilianer augenscheinlich noch die Erfahrung. Tom Forde meinte: Trifft er mich am Fuß, ich spiele den Ball und er ist halt zu spät. Das ist die Regel. Er hat sie aber ganz sicher getroffen. Er hat mich getroffen, ganz sicher. Ja, klar doch. Hätte Jens Popovic hier getroffen, wäre wohl alles anders gelaufen. Denn in die Homburger Drangperiode hinein dirigierte Gästetrainer Maslow seine Schützlinge nach vorn. Klassische Konter besiegelten die Homburger Niederlage. Schlindwein bediente Jens Scharping. Er besorgte das 1:3. Und den Schlusspunkt zum 1:4, den setzte wenig später Bernd Hollerbach. Homburg war weit unter Wert geschlagen. Der SFC Saarbrücken hatte zuletzt auch